Die Paulsborner Straße geht durch 4 Ortsteile. Im Grunewald sind noch die Villen erhalten. In Schmargendorf und Hallensee stehen eher Neubauten. Und so sieht es dann auch in Wilmersdorf aus. Mittendrin die Paulsborner Brücke. Die geht direkt über die A100 und die S-Bahn-Gleise. Wir sind in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Paulsborner Straße verläuft ca. 2 Kilometer zwischen Brandenburgischer und Warmbrunner Straße. Was es mit dieser lustigen, üppigen Frau in weiß-blau gepunktet auf sich hat, erzähle ich Ihnen gleich. Aber erst einmal herzlich willkommen beim Heimatjournal aus der Paulsborner Straße. Die wurde genau so benannt, 1888, nach einem Ausflugslokal, nämlich, kennen Sie vielleicht, am Grunewaldsee, Paulsborn. Das wiederum so heißt, weil der Besitzer vom Ganzen Johann Paul von Born hieß. Und jetzt haben ja Straßen oft Doppelgänger. Manchmal sogar in einer Stadt gibt es mehrere Straßen mit dem gleichen Namen. Einzigartig, Paulsborner Straße, die gibt es nur ein einziges Mal in ganz Deutschland. Und ganz einzigartig ist noch dazu, dass man sich hier, wenn es um Klamotten geht, in ganz andere Zeiten beamen kann. Ich meine, es ist Fasching. Da kann das schon mal sein. Und ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Wir fangen an am Grieserplatz. Und da steht sie, also andersrum auf jeden Fall. Europa macht Handstand heißt, das Ganze ist vom Künstler Ernst Leonhardt. Und ich hätte nicht unbedingt sofort gedacht, dass es sich dabei um die wunderschöne phönizische Prinzessin Europa handeln soll. Es ist so eine Sache, darüber kann man nachsinnen, vielleicht ja mal in der Kneipe. Die gibt es ja auch. Europa reicht da nicht aus. Die nennt sich sogar die kleine Weltlaterne. Ein Samstagabend mit Live-Musik in der kleinen Weltlaterne in Wilmersdorf. Gerade hat man hier den 60. Geburtstag der Künstlerkneipe begangen, eine der berühmtesten Institutionen des alten West-Berlins. Hier haben sich früher Junke und Fitzmann gepflegt einen hinter die Binde gegossen und immer dabei war Bernd Fiedler, 72, der heute in zweiter Generation die kleine Weltlaterne betreibt und sich noch gut erinnern kann, wie die Promis hier ein- und ausgingen. Und in den 80er Jahren, da, wie gesagt, da war hier das Tonstudio Hansa Studio 2 in der Nestorstraße. Da kam dann Udo Jürgens mit seinen Freundinnen immer an nach den Aufnahmen und Maffei und Lechtenbrink. Santa Maria hat er gefeiert hier, der Roland Kaiser. Naja, waren alle hier. Und auch der RBB war immer mal hier, zum Beispiel 1995. Und das ist Bernd Fiedler 1964. Da zeigt er stolz den Gästen seine Bierdeckelsammlung. Während seine Frau Mama, Hertha Fiedler, über ihre Bohem aus Künstlern und Träumern wacht. Die Gäste hier und Künstler, die saßen am Tisch, haben ihr Bier getrunken und die Bierdeckel bemalt. Und ich habe die dann alle eingesammelt. Und macht es ja jetzt 60 Jahre und habe inzwischen 600 Stück von Mühlenhaupt und den Rixdorfern und allen bekannten Leuten von damals. Ja, von Picasso habe ich auch einen kleinen Zettel bemalt, haben die mir mitgebracht aus Valoris. Naja, so hat sich das angesammelt, alles war schön. Die Vergangenheit ist allgegenwärtig in der kleinen Weltlaterne. Kneipenmutter Hertha Fiedler ist 2010 gestorben und doch ist ihr guter Geist hier überall zu spüren. In der kleinen Küche bereitet Bernd Fiedlers Tochter Alexandra das Essen zu. Wie könnte es anders sein? Currywurst. Auch sie hat seit Schülertagen mitgeholfen in der Kneipe. Aufhören, das kommt für sie nicht in Frage. Meine Tochter, die ist ja auch schon 14, die arbeitet hier schon ab und zu mal. Also tagsüber hilft sie dann mir. Ne? Das läuft so weiter, ne? Ein Kreislauf irgendwie, von Generation zu Generation. Die jungen Leute, die dann hierher kommen, die sind dann total geflasht von dem Laden hier, weil es sowas gar nicht gibt in Prenzlberg oder sowas. Ne? Weil es alles hier original ist und nicht so künstlich aufgezogen. Ne? Und das gilt auch für die Live-Musik. Handgemacht muss es sein, am liebsten Jazz. Das Publikum ist sehr eigen und meldet sich durchaus einmal zu Wort, wenn Bedarf besteht. Das Publikum ist sehr aufmerksam. Manchmal sagen sie auch, wenn wir jetzt meinetwegen zu viel Bach oder Barock machen, dann ruft schon mal jemand, hey, Otto, spiel mal Boogie. Aber das ist auch ganz schön, also einfach diese Interaktion. Gestern, heute und morgen hier in der kleinen Weltlaterne in Berlin-Wilmersdorf. In dem
Hause, in dem die Weltlaterne ist, ist noch ein Laden. Da gehen wir jetzt rein. Der ist ziemlich besonders. Muss er auch sein, denn die Paulsborner Straße ist ja jetzt gerade nicht so bekannt fürs Shoppen. Und wenn hier ein Laden überleben will, dann muss der schon sehr, sehr speziell sein. Retronia nennt er sich, hört sich rückwärtsgewandt an. Ist es auch. Einmal umziehen, bitte die erste. So, Tag, ach, hinterm Tresen. Na klar. Na klar. Was für ein schöner Laden. Dankeschön. Also architektonisch toll. Ist 20er Jahre, ist im Krieg zerstört worden, aber zum Glück wieder aufgebaut worden. Ja. Was fehlt, ist die alte Turmspitze im Art Deco-Stil. Ganz oben. Verstehe. Genau. Aber dafür hast du ja einen super Stil. Dankeschön. Duzen wir uns eigentlich? Na, können wir machen. Wenn man eine Mütze auf dem Kopf hat, kann man sie duzen. Richtig gut, habe ich ja Glück gehabt. Oder so ist es toll. Ach, okay, verstehe. Retronia. Genau. Also Retro. Zurück. Das sind Sachen, die nach alten Vorlagen auf heutige Konfektionsgrößen nachgeschneidert werden. Wir haben unsere eigenen Sachen und wir haben aber auch andere Marken. Die Hosenträger sind von uns, die Ärmelhalter sind von uns. Ach so, was und macht ihr dann selber? Die Hose, ja, die Hose machen wir auch. Guck mal, das sieht aber fesch aus. Gehst du draußen auch spazieren? Ich laufe jeden Tag so rum. Also für mich ist es normal inzwischen. Ja. Am Anfang war das so, da habe ich es angezogen, wenn ich auf ein Oldtimer-Treffen war oder so oder Motorrad gefahren bin mit meiner alten DKW, dann Knickerbocker. Gut, auf zu den Knickerbockern. Wunderbar. Sag mal, jetzt, diese Straße, die ist ja jetzt nicht so, habe ich draußen schon gesehen, die ist keine Shoppingmeile. Nein. Das ist alte West-Berlin hier. Wirklich. Wie lange seid ihr hier? Wir sind hier, haben im Dezember aufgemacht. Wir haben hier im Dezember erst aufgemacht, den Laden, sind im Oktober ihr seid hier eingezogen. Frisch her. Genau, wir waren vorher in der Damaschke-Straße. Hm. Und der neue Eigentümer hat so andere Vorstellungen von der Miete als wir das. Ach, der Klassiker. Verdrängung passiert ja überall und echt gefühlt fast jeden. Wir wollen mal wieder bummeln gehen und schöne Mädels sehen und schöne Mädels sehen. Wir wollen mal wieder tanzen gehen, dann ist die Welt noch mal so schön. Ich hole mal hier so einen Fiesen raus. Ich habe die zum Beispiel beim Golfen an. Ich habe aber auch viele Kunden, die zu 20er, 30er Jahre Partys gehen und das tragen. Es gibt eine recht große, gute Szene hier in Berlin. Aber die sehen dann schon schnieke aus, ne? Hat was. Hat schon was. Darf man keinen dreckigen Hals haben mit dem Ding. Kopf hoch ist der Hals auch noch so schwarz. Dann werden sie einfach hier waschen. Klaus, ich habe alles an. Echt? Dann darfst du rauskommen. Finde ich eigentlich ganz schön. Ja, hat was, wa? Wa? Finde ich auch. Ist stilvoll, ist schick. Jetzt kriege ich noch den Kragen im Habe ich noch für dich, genau. Ist am Anfang ein bisschen. So viele Läden gibt es. Ein bisschen eng. Fällt mir gut. Guck mal hier, wie wir aussehen. Ist ein Ding. Gehst du so manchmal vielleicht auch rüber in die Kirche? Nee, also ganz ehrlich. Kirche ist nicht so dein Ding, ist ne? nicht mehr so mein Ding. Nee, dabei machen die da drüben ganz schöne Sachen. Ich weiß, das ist eine ganz tolle Kirche, die ist von 1908 und die ist gebaut worden, soweit ich weiß, aufgrund von einem Kirchenmangel. Für die ganzen Anwohner, als Berlin gewachsen ist, hatten die nicht genug Gotteshäuser und daraufhin hat man dann diese wunderschöne Kirche da gebaut. Guck mal hier, das ist eine Reise wert, der Laden, kriegt man auch touristische Background-Informationen. Gebührenfrei. Jeden Mittwochmorgen räumt das eingespielte Team von Leib und Seele die Hochmeisterkirche um. Die Kirche ist eine von 48 Ausgabestellen, bei der bedürftige Menschen einmal in der Woche für 1 bis 2 Euro Lebensmittel bekommen. Die Ehrenamtlichen übernehmen unterschiedliche Aufgaben. Ein Team holt die gespendeten Lebensmittel ab. Warum hilft man gerne? Ich glaube, da braucht keine Antwort, oder? Einmal die Woche ein bisschen was wiedergeben, ist echt nicht zu viel im Leben, oder? Leib und Seele ist eine Aktion der Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB. 30 Freiwillige managen das hier. Ich mache gerade ein Sabbatical oder kreative Auszeit vom Job. Und da muss ich ja nicht die ganze Woche mich mit mir beschäftigen. Und da habe ich hier angefangen. Es ist auch irgendwo Spaß, da eine Aufgabe zu haben, als Rentner auch noch eine Aufgabe zu haben, die ich eigentlich auch für sinnvoll halte. Ja, es sind ganz unterschiedliche Menschen hier, aber es ist ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Jede Woche ist anders und wir schauen immer, dass wir das Beste draus machen, dass wir den Kunden auch möglichst viel mit in die Woche geben können. Ich sorge für das leibliche Wohl unserer Truppe
weil wir arbeiten hier ziemlich lange und auch ziemlich intensiv. Und da braucht man zwischendurch auch mal einen kleinen Zappen zum Essen. Die Hochmeisterkirche ist ein besonderer Ort für Leib und Seele. Es gibt viel Platz. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie schwer beschädigt, dann wieder aufgebaut. Seit der Sanierung Ende der 1980er Jahre gibt es keine Kirchenbänke mehr. So kann der Raum für unterschiedliche Veranstaltungen, Andachten und Gottesdienste umgestaltet werden. Vor 6 Jahren hat die Gemeinde Leib und Seele in die Hochmeisterkirche eingeladen. Wir als Gemeinde haben ganz bewusst gesagt, wir wollen uns hier engagieren. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir so ein wunderbares Team hier haben von Ehrenamtlichen aus der Gemeinde, aber auch aus der Gesellschaft. Was auf den ersten Blick viel erscheint, ist nicht genug, denn die Spenden nehmen ab. Dabei werden immer mehr gebraucht. Und man sieht auch heute im reichen Deutschland, im wohlsituierten Wilmersdorf, ist es auch sehr notwendig. Es werden immer mehr Menschen, die hierher kommen und in einer gewissen Notlage sind. Wer hier einkaufen möchte, muss sich registrieren lassen und sein geringes Einkommen nachweisen. Möglich ist das beispielsweise bei BAföG, kleiner Rente, Arbeitslosengeld oder Grundsicherung. Weit über 200 Menschen nutzen jede Woche dieses zusätzliche Angebot. Nur wenige möchten erkannt werden. Maria Echtemeier spricht oft mit den Kunden darüber. Ich glaube, dass das eine unheimlich hohe Schwelle ist, überhaupt den ersten Schritt in die Kirche oder in einen Raum zu machen, wo man irgendwie als jemand auftritt, der nicht genug Geld hat, also den Kühlschrank irgendwie zu befüllen. Ne? Dankeschön. Und da ist ganz viel Schaden dabei. Gudrun Wilhelmi kommt regelmäßig und möchte für die anderen mitsprechen. Ich hatte dann einen kleinen Zuverdienst, das hat dann nicht mehr gereicht. Und dann bin ich in Rente gegangen, kriege jetzt Wohngeld. Also ich finde, das ist ein ganz wahnsinnig tolles Team. Die arbeiten ja jetzt viele Jahre schon zusammen. Ich war anfangs auch mit im Team mit dabei. Und es ist immer Zeit, auch zu sprechen. Für Leib und Seele ist jeden Mittwoch in der Hochmeisterkirche gesorgt. Hinter uns ist die Hochmeisterkirche. Das ist so ein Gebiet, das kennt kaum jemand unter den Berlinern. Dabei ist es hier recht hübsch, wellig, ein bisschen wie so ein Rasenschwimmbad. Sieht es hier aus, Frau Mirke? Sie sind Stadtführerin und kennen sich aus. Ich bin Stadtführerin. Ja, dieser Platz ist angelegt worden, nämlich 1930. Ja. 1930, nämlich von Erwin Barth. Ja. Erwin Barth ist also der Gartendirektor von Berlin gewesen. Ja. Und Erwin Barth kennt eigentlich fast jeder. Also der hat den Savini-Platz gestaltet, genau. Hat den Brix-Platz gestaltet und er hat diesen Platz hier gestaltet. Was hat er sich denn dabei gedacht? Der hat sich dabei gedacht, es ist ganz profan. Die Wellen hat er sich deshalb überlegt, damit also die Jugendlichen hier nicht Fußball spielen. Ist es so? Es ist. Schweinerei. Ja. Sehr gut. Und wer hier noch alles Spannendes gewohnt hat, ganz irre Namen, wissen Sie und Sie bringen mich dahin, ne? Ja. Wunderbar. Jetzt müssen wir erstmal das Tal hier überstehen. Sonst sieht man das nicht so genau. Frommermann. Hier steht Max Harry Frommermann und Marie Erna Frommermann. Und beim Namen Frommermann weiß man erstmal nicht so genau, wer das ist. Aber ich zeige gerne mal ein Foto, damit man also weiß, wer Frommermann ist. Und zwar sehen Sie. Comedian Harmonist. Von den Comedian Harmonists. Ja. 1935 bekam er Berufsverbot, weil er war jüdisch und dann ist er in die USA gegangen und hat da also auch weitergemacht und kommt also erst 1945 zurück nach Deutschland und wird dann also auch Übersetzer bei den Nürnberger Prozessen. Okay. Ja. Und was auch noch dazu kommt, Frommermann ist auch derjenige, der den RIAS mit aufbaut. Also der RIAS hier im Westen. Ja. Rundfunk im amerikanischen Sektor. Rundfunk im amerikanischen Sektor, das macht er also. Ja. Und macht gar nicht mehr so furchtbar viel Musik, bis in die 40er Jahre hinein und danach dann auch gar nicht mehr.
jetzt sind wir hier wieder in der kleinen Weltlaterne. In diesem Haus lebte in den Jahren 1932 bis 1937 der Schriftsteller Wladimir Nabokov. Okay, kennt man von Lolita, ne? War kennt so man ein, von Lolita. Das war Werk. Also wirklich sein großes Werk, mit dem er auch weltberühmt wurde. Und hier sind Fotos auch, ne? Ja, ich habe hier noch ein bisschen größere Fotos. Ja. Da sieht man ihn also. Er wohnte hier in diesem Haus. Das ist in dem Haus? Das ist hier in diesem Haus. Ja. Und zwar auf einem der Balkone. Also das muss dort hinten gewesen sein. Und das ist seine Frau, das ist die Vera. Mhm. Und hier sieht man sie also auch beide noch mal an der Ecke stehen. An der Ecke und im Hintergrund sieht man nämlich noch die Kirchturmspitze. Ach, okay. Friedrich Holländer, der hat ja ganz schön viele Hits fabriziert. Der hat ganz schön viele Hits, aber wirklich das bekannteste war eben halt wirklich Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Er ist ja also in Berlin wirklich bekannt geworden mit seinen Chansons. Und er hat Texte benutzt von Tucholsky und Texte auch von Kästner benutzt. Mhm. Ja, und er muss also am 26. Februar 1933 kommt er mit seiner zweiten Frau wieder hierher in die Cicero-Straße 14. Und unten vor der Tür steht also die Portiersfrau. Mhm. Und die macht so. Und oben am Fenster steht seine Schwiegermutter. Und die macht auch so. Und die kommt dann ganz schnell runter und sagt, ihr müsst sofort weg. Oben in der Wohnung ist die Gestapo und die durchsucht alles. Und er geht ja dann über Paris, geht er ja dann in die USA. Mhm. Und er wurde ja also auch in den USA also ein ganz berühmter Komponist. Mhm. Er bekommt sogar einen Oscar für die beste Filmmusik. Also toll, das ne? war hier an dieser Stelle. Das war hier an dieser Stelle. Ja. Toll. Also, jetzt stellen wir eine Musikschule vor. Passt ja auch so ein bisschen, ne? Mal gucken, ob da so ein kleiner Musikschüler oder Musikschülerin ist, die vielleicht auch das Potenzial für einen Oscar hat. Man weiß es ja nicht. Schön. War richtig, richtig spannend mit Ihnen. Das ist nett. Danke. Anna ist 10 und ganz neu in der kleinen privaten Musikschule Philharmonika. Eigentlich wollte meine Mutter, dass ich Klavier spiele, weil ich ein großes Talent habe. Das sagt mir meine Mutter jeden Tag. Anna will in ihrer Muttersprache Russisch unterrichtet werden. Der 7-jährige Weisubo nebenan spricht lieber Deutsch. Seine Lehrerin kommt aus Aserbaidschan und unterrichtet in 5 Sprachen. Aserbaidschanisch ist meine Heimatsprache und Deutsch, dann auch Russisch, Türkisch und bisschen Englisch. Mazuma Dadashova ist Masterabsolventin der Musikakademie in Baku. Sie findet, Musikunterricht für Kinder ist wichtig. Musik für Kinder verbessert ihre Gehör- und Rhythmussprache. Und was noch? Verbessert noch Gefühle und Emotionen auszudrücken. In der Diele, dem Wartezimmer der Musikschule, stellt Alireza Shaibani den Großvater unter den Instrumenten vor, das Fagott. Die 6-jährige Grace hat sich, wie die meisten hier, schon fürs Klavier entschieden. Sie lebt mit ihrer Familie gleich um die Ecke. Wir wohnen 3 Minuten entfernt und ja, der Musiklehrer ist echt kompetent. Grace hat Spaß, oder? Macht dir doch Spaß. Und mir ist es schon wichtig, dass ein Kind ein Instrument spielt. Andere kommen von weit her. Shin Yi aus Nordchina ist erst seit kurzem in Berlin und will hier Musik studieren. Junge Talente aus China für die Aufnahmeprüfung fit zu machen, darauf hat sich die Musikschule spezialisiert. Deutsch zu lernen gehört auch dazu. Ich bin Deutschland. Seit 3 Monaten. Die jungen Leute brauchen ein bisschen Zeit zu verstehen, diese deutsche Kultur und auch, was die Professor in Deutschland möchten. In der Aula, dem größten Übungsraum hier, bereitet Peter Braun-Feldweg, der Leiter der Musikschule, Wang Ying auf den Master vor. Die 23-Jährige träumt von einer Musikkarriere in China. Wenn Sie einen guten
Masterstudiengang in Deutschland vorweisen kann, hat sie ganz andere berufliche Chancen in China, zum Beispiel an einer Hochschule zu unterrichten, weil die deutschen Hochschulen bis heute als die besten Hochschulen der Welt gelten. Peter Braun-Feldweg ist selbst Pianist und hat viele Jahre in China an der Uni unterrichtet und Konzerte gegeben. 2016 zog er nach Berlin und gründete die Musikschule. Sie ist in einem ehemaligen Kleingewerk untergebracht. Früher wurden hier Mofas repariert, jetzt wird musiziert. See you next time. Bis Samstag übst du jeden Tag 10 Stunden. Und wenn es nicht reicht, übst du die Nacht noch dazu, okay? Die Schülerinnen und Schüler stammen aus allen Teilen der Welt. Und das hat auch zu tun mit der Paulsborner Straße. Die Ecke ist sehr lebendig und sehr schön und ein gutes und unglaublich internationales Publikum. Es ist wunderbar bei Konzerten, wenn wir Konzerte haben, spielen Kinder aus 15, 20 Nationen, wo die Vater- oder Mutterländer sozusagen im Krieg sind. Aber die Kinder spielen wunderbar zusammen. Bei den Konzerten der Schule darf jeder mitspielen, auch wer noch ganz am Anfang steht. Grace tut sich leicht, denn sie hat das, was hilfreich ist, Talent. Man muss es schon ein bisschen haben, ja, aber da eigentlich ist jeder Mensch musikalisch. Von ganz jung bis ganz alt. Hier wird jeder zum Freund der Musik, eben zum Philharmoniker. Wir sind jetzt in einer Seitenstraße von der Paulsborner, nämlich in der Eisenzahnstraße bei der Theaterkunst. Hallo. Und ich freue mich total, denn so richtig mit Theater direkt hat es nichts zu tun, sondern was man anzieht. Ja, genau. Und heute? Millionen Sachen findet man hier bei euch. Fundus ist das, ne? Das ist Fundus. Und in erster Linie, obwohl genau was du ansprichst, der Name da so ein bisschen verwirrend ist, heute statten wir in erster Linie Filme aus. Toll ist ja auch, dass es euren Fundus schon richtig lange gibt, seit 1907, ne? Genau, und daher kommt natürlich auch der Name. Damals hat man in erster Linie wirklich Theater und Revuen ausgestattet mit Kostümen. Und dann mit dem Beginn des Films, also wirklich Filme wie Metropolis oder später dann auch Ben Hur, ist die Theaterkunst halt mehr und mehr zu einem Fundus geworden, der Filme und Serien ausstattet. Und das macht ihr international, also Shutter Island, Hilf mir mal, Lola rennt. Deutsches Haus im Moment, Poor Thing, was gerade ja sehr erfolgreich in den Kinos läuft. Okay, wie habt ihr das sortiert und wie viele Etagen gibt es hier überhaupt und wie viele einzelne Stücke gibt es hier? Also, es sind insgesamt 5.500 Quadratmeter, die wir hier in Berlin haben, verteilt auf drei Standorte. Ja. Das meiste ist eben hier in der Eisenzahnstraße. Ja. Es sind annähernd 10 Millionen Teile, wenn man jetzt wirklich jeden Schal, jeden Ring, jeden Hut plus die hängende Ware. Ich sage immer, hängende Ware 6 Kilometer, das ist einmal um den Schlachtensee. Ne? Ja. Ah, Männerabteilung. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu den Männern. Das ist nicht mehr ganz so bunt wie oben bei den Damen. Okay. Etwas einfarbiger. Aber voll. Man würde denken, dass mehr Frauensachen vermietet werden in die Filme. Also wenn wir uns bei uns anschauen, wie viel vermieten wir an Herrenkostümen und wie viel an Damen, dann ist es eben immer noch so, dass man sagen kann, es gibt mehr männliche Darsteller als weibliche. Ne? Wie blickt ihr hier überhaupt noch durch? Und da hoch kommt ihr über die Leiter, Fragen über Fragen. Ich bin völlig sprachlos. Unser Fundus ist eben so sortiert, dass die Kostümbildnerinnen hier wirklich alleine arbeiten können. Das heißt, wir haben, wie du gemerkt hast, schon Damen, Herren, Kinder und Uniformen getrennt voneinander. Ja. Dann natürlich die Epochen. Dann die Kostümteile, so wie jetzt hier eben die Anzüge, Hosen, Jacketts, Hemden. Und dann nach Größen. Jedes Kostümbild ist ein Mix aus Vermiet, also sprich Fundus, Kaufen und Anfertigen. Okay. Ne? Genau. Aber sie schauen natürlich vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund grünes Produzieren als erstes Mal im Fundus. Ja. Also was kann ich leihen, das muss ich nicht kaufen. Das ist ja dann doch auch sehr viel nachhaltiger. Auf jeden Fall. Ja, ich zeige dir gerne auch noch mal eine Anfertigung. Ja. Wir haben auch über internationale Produktionen gesprochen. Hier im Westen nichts Neues. Daniel Brühl in der Hauptrolle oder einer der Hauptrollen. Mit einem total schönen Pyjama. Genau, der Pyjama ist wirklich bei uns in der Werkstatt entstanden. Ja. Den Morgenmantel hatten wir schon im Fundus, ist dann aber für ihn passend gemacht worden. So, jetzt würde ich ja auch gerne mich noch mal ein bisschen umziehen, jetzt oder? Gehen wir. Und welches Einmal welche umziehen, Epoche die darf zweite. Sein? Weiß ich nicht, schlag du eine vor. Dann nehmen wir 1900, oder? Oh, okay. Darfst du
Oh Mann, du siehst so toll aus. Ganz, ganz toll. Und wie fühlt es sich an? Unglaublich bequem, muss ich sagen. Echt bequem. So dieser Rock, der ist so schwer. Und die Schuhe sind wie Ballettschläppchen. Ich reich nur noch. Die sind toll. Ehrlich? Sowas von bequem. Wahnsinn, oder? Ja. Wenn du Lust hast, machen wir einfach weiter. So toll, wie dir die Sachen stehen. Dann machst du aber mit. Ja, dann mach ich mit. Ja? Genau. Super, dann verschwinden wir hier beide. Dann verschwinden wir jetzt mal und probieren nochmal die zwei Sachen an, oder? Oh, herrlich, ja. Wir werden herzallerliebst aussehen. Ich bin mir ganz sicher. Ich bin mir ganz sicher. Und nächste Woche sind wir in Schön. Born, glaube ich. Und wenn man noch mal alles sich angucken will, dann kann man das natürlich wie immer auf der Heimatjournal-Internetseite oder auch im RBB-Text. Ich bin ganz angetan, ist das cool. Dann brauchst du auch noch was Passendes zum Anziehen für Schönborn, oder? Stimmt. Das machen wir auch noch. Stimmt. Das machen wir auch noch. Komm, dann gucken wir jetzt auch mal. In die Umkleidekabine. Okay, ab in die Umkleide.